Freundin und wohin wir ihr ja. Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind wieder zurück hier und machen jetzt erstmal weiter. Gleich mit einem Schloss, den wir knacken. Schauen mal, was es hier so gibt. Oh, doch ein bisschen größer der Raum, als ich dachte. Oh, das ist wirklich sehr, sehr groß. Hätte ich nicht erwartet jetzt, ehrlich gesagt. Oh, da ist eine Handbuchseite. Sphinx-Statue. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf und einem Löwenkörper, wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zauberern eingesetzt, um Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewachen. Da sie intelligent ist und eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat. Okay. Accio. Wir brauchen Accio. Um diese Tagebuch zu bekommen. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. Genau, das ist es. Schlossstufe 2 haben wir leider nicht. Was macht man damit, Leute? Ich hab's immer noch nicht kapiert, was man mit diesem Statue macht. Es ist schade. Brauche ich vielleicht Depulso? Was kann man noch machen? Descendo. Schweben lassen. Doch, Levioso bring's. Krass, das wusste ich nicht. Und Handbuchseite gefunden. Krass, jetzt weiß ich, wie ich diese Statuen nutzen kann. Und hier ist sogar noch eine Tür. Es geht sogar noch weiter. Okay. Ach, da ist so eine Handbuchseite. Merlin steht hier am Fenster. Fenster der Geschichte der Magie. Auf diesen Buntglasfenstern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Okay, hier ist ein Geist. Mehr gibt's denn auch hier scheinbar nicht. Was ist das denn hier? Questzeichen, Nebenquestzeichen, aber nichts da. Okay, das war's dann auch scheinbar. Es sieht vielversprechend aus. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Was bedeutet das? Sollen wir nach oben oder nach unten? Komm, wir gehen jetzt mal nach unten. Was bedeutet das? Die Treppe sieht vielversprechend aus. Was soll es denn hier geben? Boah, hier waren wir gar nicht noch in Hogwarts, ne? Oder? Rebellion. Oder waren wir hier schon mal? Ich weiß das nicht. Können wir mal gucken. Hier waren wir schon. Diesen Drachen, das weiß ich jetzt noch. Können wir hier rein? Oh. Hallo Homora. Lüften wir mal ein paar Geheimnisse in Hogwarts, Leute. Ihr seht. Hier war das schon. Ihr seht also, man kann sich hier wirklich verirren. Entdeckt eine Sache nach dem anderen. Das ist krass, was es alles so in Hogwarts gibt. So, was gibt's denn hier so Schönes? Da, Handbuchseite. Eine Kanone. Wichtige Muggel-Artefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggelkriegsführung, aber die meisten Zauberer finden die Aussicht, eine so schwere Waffe zu führen, völlig unverständlich. Ja klar, wenn ich Zauberer wäre, hätte ich das auch gedacht. Oder zaubern könnte, sag ich mal. Oh, eine lila Mütze habe ich hier gefunden. Ob der jetzt besser als unseres, weiß ich nicht. Oh, ein Demigeist. Ein Demigeist. Die Zeit müssen wir erstmal vorüber, also vorspülen, auf Nacht. Denn die Demigeist können wir nur nachts aufsammeln. So, Demigeist Nummer 3 haben wir jetzt. Sehr schön. Rebellion. Mehr gibt's hier auch nicht, oder? Übersehe ich was? Nee. Ich glaube nicht. Ich kann ja nochmal hier machen. Rebellion. Vielleicht übersehen wir ja so eine Handbuchseite. Diese Handbuchseiten ploppen meistens auf, wenn man ganz nah dran ist. Okay. Oh, hier ist eine Truhe in der Ecke. Nee. Auf der Karte zumindest wird es gezeigt. Okay, nee, das war's. Wir können ja nochmal hier gucken. Hier gibt es noch so ein Schloss. Schlossstufe 2. Da brauchen wir leider einen besseren Zauber. Rebellion. Okay. Ja, in dieser Folge, außer jetzt Hogwarts erkunden. Oh, hier ist noch was. Krass. Hallo, Homora. Werden wir wahrscheinlich die Aufgabe mit Sebastian Salow machen. Denn dieser Sebastian Salow ist ja der Junge, der uns immer die... Von Slytherin, der Junge, der uns immer die dunklen Künste so ein bisschen näher bringt.
deshalb möchte ich das auch mal angehen da. Wir gucken mal, was ist das denn? Ne? Betreten? Oh. What? Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, wieder so eine Figur. Legiose. Okay. Wollen wir das betreten oder hier raus? Ne, hier raus geht nicht. Also wir müssen das schon betreten hier. Geiler Frosch. Das hätte ich gerne als Haustür. Oder als von Zimmer zu Zimmer so ein Tier, weißt du? Dass man von hier zur Arbeit kann oder von hier irgendwie in einen geheimen Raum zu Hause kann. Da ist ja noch so ein Viech, Mensch. Das geht ja die ganze Zeit so weiter, oder was? Okay, dann weiter. Das hört ja gar nicht mehr auf. Boah, eine goldene Truhe. Was ist denn hier? Wieder so eine Musik. Ein krasses Item, was wir gefunden haben. Den Rest können wir uns sparen. Wir werden jetzt erstmal die Aufgabe machen. Mit Sebastian. Lodgok und Sebastian. Erstmal Sebastian im Schatten der Mine. Ja, Sebastian wartet in der Nähe des Eingangs zur Aussichtspunktmine im Nordosten von Upper Huxfield. Da wollen wir einmal hin. Schauen wir mal, wo das ist. Apaxfield. Weltkarte. Haben wir da einen Reisepunkt? Ja, haben wir ja. Sehr geil. Dann können wir das schnell hin einmal. Ja, ich bin mal gespannt, Leute, was Sebastian da für uns wieder hat. Eine Mine. Scheinbar. Die Rüstungen, die wir bekommen haben, werden wir natürlich später alles ausrüsten. Ich möchte jetzt erst einmal gucken. Können wir hier Wesen nehmen? Ja. Dass wir erstmal ein bisschen weiterkommen, weil ich glaube, man braucht doch mal höheres Level. Ich glaube, das können wir mit Level 27 eh nicht ausgerüstet. Jetzt gehen wir erstmal zu Sebastian. Ich wusste doch, meine Eule weckt deine... Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir gehen in die Mine. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Das denke ich auch. Nach dir. So, dann wollen wir... Ja, wir werden uns natürlich nicht geheim halten. Wir werden Kopf durch die Wand ganz hart rein. Kann ich den Verwandlungszauber hier nutzen? Gegen die Zombies. Kann ich den jetzt zerstören? Ah, nee, das bringt nichts. Ja, Feuerzauber brauchen wir mal gegen die Zombies. Weil sonst kriegen die kein Damage. Wenigstens sind wir nicht alleine und sind mit Sebastian hier. Rebellion. Okay. Mit Sebastian zusammen sollten wir das alles schaffen. Bedeckt bleiben ist nicht immer so mein Fall. Ich bin eher so einer, der direkt die Konfrontation sucht. Da vorne sind sie. Geh du voran. Es geht los. Die Kobold wieder. Wer es versucht. Die Sendung. Damit kommst du nicht davon. Das war's mit dem. Super. Das sind aber schon ein paar Leute hier. Wo sind die denn da? Sehr geil. Das war's mit euch. Ihr bösen Kobolde. So, hier sind ordentlich Säckchen. Crush, du einmal. Ja,
hauen richtig Schaden raus, Leute. Die haben gar keine Chance hier. Da unten sind auch noch irgendwie ein paar Sachen, ne? Okay, hier ist die Mine. Kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Okay, 25 ist wohl Max. Hier ist die Mine also. Okay, da müssen wir hier außen drum irgendwie. Hier sind auch überall Truhen, ne? Das will ich erstmal plündern. Bisschen Gold. Und noch so ein Sammlung Explosiv 1. Okay, noch so ein Ding. Okay, dann gehen wir mal in die Mine. Schauen mal, was da auf uns zukommt. Horklumpfsaft, sehr geil. Und rein da. Eine Truhe. Hoffentlich lohnt sich das hier reinzugehen. Nö. Okay, das war die Mine jetzt? Nee, das war jetzt nur so eine Zwischenhöhle wahrscheinlich. Okay, wir müssen in die Richtung. Da ist die wirkliche, die eigentliche Mine, sag ich mal. Hier ist noch so eine Mine, ne? Das so läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ah, das können wir später machen. Ja, das ist mir zu. Obwohl, wenn man es später macht. Oh, Besen kann ich halt. Besen kann ich halt nicht nutzen, sonst würde ich hier einmal runterjumpen. Dann lassen wir das. Wir gehen erstmal weiter. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Wir kämpfen uns durch. Was ich tun würde. Boah, ist aber viel. Alte Magie. Ist gar nichts passiert irgendwie? Oder sah das nur so aus? Das ist ziemlich relativ. Wie war? Das war relativ spaßig. Oh, wieder eine lilane Sache gefunden. Also lilane Ausrüstung. Wir haben sehr viele Ausrüstungen jetzt gefunden. Rebellion. Nicht, dass wir gleich überladen sind und dann tut's weh halt, ne? Weil wir dann vieles wieder nicht mitnehmen können. Ich hätte vielleicht mal ausmisten sollen. Wir sind noch nicht mehr in der Mine und haben schon so einiges gefunden. Was ist dieses gelbe Pünktlein? Ist das Sebastian? Okay. Ne, scheint er zu sein. Jetzt sind wir in der Mine, hoffe ich, ja. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen... Ach, jetzt haben wir das nicht gehört, was er sagen wollte. Okay, es werden viele Spinnen wahrscheinlich hier sein. Das Runensymbol. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Sollte man ein bisschen die Zauber umrüsten. Wir nehmen nochmal Expelliarmus mit. Ja, Expelliarmus sehr gut. Expelliarmus ist. Mir gleicht einer Gruft. Krass. Wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Krass. Rebellion. Oh, können wir da weiter? Nee, aber hier kommen wir nicht rüber, oder? Incendium. Vielleicht können wir rüberspringen. Ja, klappt. Bisschen Gold und ein besserer Schal, okay. Das können wir alles nachher in Raum der Wünsche umrüsten. Und verbessern und anpassen. Das ist gar kein Problem. Nur jetzt sind unsere Sachen halt besser, weil wir da das die keine Steine drin haben. Ne? Rebellion. So ekelhaft. Incendium. Oh. Komm, dieses rote Ding da treffen. Das wollte ich. Oh nein, du Falschen. Ich wollte eigentlich den da hinten mit der alten Magie treffen. Der ist Level 29. Krass. Da ist wieder nichts passiert irgendwie.
Das mit der alten Magie backt irgendwie auf einmal. Bombarder, wie sollen die Fass mit einem Bombarder sprengen? Ein roten Fass. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Wir nehmen mal Bombarder, damit wir das einmal testen können. Wir brauchen Wingardium Leviosa einmal. Wingardium Leviosa. Stramm an die Wand. So, gibt es hier jetzt mehr, weil ich kann noch hier. Ah, da ist noch eine Truhe. Die holen wir uns einmal. Wingardium Leviosa kann raus. Wir nehmen wieder Glacius. Komm ich durch hier? Incendium. Alle einmal verbrennen hier, die verdammten Spinnen. Sammlung aktualisiert. Kürbislaterne. Okay. Das sind wahrscheinlich die ganze Zeit, was wir so finden. Das sind so Dekorationen für. Für unser Raum der Wünsche, ne? Du kannst Mega-Power-Tränke nicht mehr. Okay. Das kennen wir ja schon. Wir haben keinen Platz mehr für die Mega-Power-Tränke. Dann machen wir mal weiter. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine. Oh mein Gott. Die seelenlosen Augen. Die giftigen Fänge. Oh alles mein Gott. Ganz reizende Eigenschaften. Umwerfen. Eine Treppe wäre cool gewesen, ja. So, Leute. Wo wollen wir lang? Hier? Hier geht's eh nicht weiter, ne? Bestimmt können wir das irgendwie mit Depulso zerstören, oder? Ja. Habe ich mir irgendwie gedacht. Okay, so ein Säckchen. Wir haben richtig viele Sachen gefunden. Das wird ordentlich Kohle bringen. Wenn wir das alles verkaufen. Reparo. Hier brauchen wir Reparo, ne? Wir probieren mal. Reparo. Ja, Reparo. Sehr geil. Dieser Zauber Reparo in der Realität, wenn wir das hätten, ne? Oh. Wäre das geil. Oh, warte mal, bevor ich da hochgehe, die Truhe hier. Das wäre sowas von geil, Leute. Wie viele Sachen ich mir da reparieren könnte, ne? Oh, ich wäre der reichste Mann der Erde, glaube ich. Ohne irgendwelche Materialkosten. Ohne Zeitaufwand wirklich alles reparieren. Das wäre doch mal was. So. Bombarda war nicht richtig. Defindo nehme ich mal mit. Ne, Defindo ist auch geil, ne? Das ist, wir haben so geile Zauber mittlerweile. Hat man echt die Qual der Wahl. Oh mein Gott. Bevor wir dahin gehen, erstmal hier hoch. Ich glaube nämlich, hier ist noch irgendwie eine Truhe, ja. Rebellion. Und dann gehen wir mal zu unserem Zielort. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich wieder so einen Endboss oder so verkämpfen. Irgendwas wird hier kommen auf uns. Oh, eine Spinne. Nur eine Spinne? Aber, oh, giftiger Bote. Okay, das ist ein keine schwache Spinne. Das aber. Der war nicht so stark. Oh, jetzt kommen aber mehr. Okay. Wäre auch enttäuschend gewesen. Wenn das wirklich nur dieser eine gewesen wäre. Das war's? Rebellion. Ah, keine Mega-Power-Tränke mehr kann ich tragen. Mensch, das ist aber nicht schwer hier. Bis jetzt läuft das. Mega-Power-Tränke können wir eh nicht mitnehmen. Weiter geht's. Wir werden schnell. Professor Hackett wäre stolz. Extreme Danger, okay. Bevor wir... Ja, dann gehen wir erstmal dahin. Da ist auch eine Truhe. Extreme... Oh, wir brauchen Lumus. Lumus, Lumus, Lumus. Gegen diese komischen Lumos. Ranken, weil diese Ranken verschwinden, wenn man Licht im Licht verschwinden, die, ja. Mir hat das Wort gefehlt irgendwie.
Können natürlich auch das anzünden. Dann verschwinden die erstmal hier von der Ecke komplett. Lumos. Kann man hier mit Depulso rein? Nee, ne? Nee. So, dann wollen wir mal gucken. Sebastian, was machst du da, Mann? So, Depulso einmal. Ich finde es immer kacke, dass man die Depulso Zauber ausrüsten muss. Das bisschen mehr Leiste wäre cool gewesen, ne? Bisschen mehr Leiste. Eine größere Leiste wäre cool gewesen. Leute, die Sonne ist so heiß. Die verursacht so eine Hitze bei mir und mein Zimmer, dass ich auch ein bisschen durcheinander komme. So. Bombarda, Crucio. Boah. Ein Zauber nach dem anderen hau ich hier raus. Macht Spaß. Diese ganzen Explosionszauber und Feuer und Flammen, Crucio. Haut schon ordentlich rein. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Oh, okay, aber wir können den Roten fast mit Bombarde explodieren lassen. Ja! Aufgabe erfüllt. Ja, ja, vertraut mal euren Randrop. Jetzt kommen auch noch Spinnen, Leute. Kommen noch mehr Gegner hier. Boah, die hält aber auch nicht was aus. Boah, es sind richtig viele giftige Schütze, es werden immer mehr. Sehr geil. Bombarda. Bombarda. Mann, sind das viele Gegner hier. Oh, Gegner. Unter uns. Die haben sich wieder untergebuddelt. Leute, 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 was ist hier los? Das waren ja richtig viele. Die haben wir aufgeräumt. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen. Das ist ein cooler Gag so nebenbei. Warum man Gryffindor als die tapfersten nimmt. Was wohl, was der Charakter wohl als Gryffindor gesagt hätte. Ne? Oder als, okay, als Hufflepuff hat der wahrscheinlich das gleiche gesagt und als Ravenclaw auch. Aber als Gryffindor. Jetzt können wir uns hätte mich das interessiert, so, ne, was der sagt. Wahrscheinlich hätte er gesagt, yo, wir von Gryffindor sind die geilsten, ne? So in der Art. Wir brauchen Wingardium Leviosa. Ich weiß nicht, wofür wir das Ding verwenden werden, aber ich glaube, ich sehe das schon kommen, dass wir das brauchen. So, von wo kamen wir überhaupt? Ich habe irgendwie die Übersicht hier verloren. Da kamen wir runter, ne? Da müssen wir hier lang. Okay, jetzt weiß ich auch ungefähr wo lang. Los geht's. Ah, wieder so eine Rätsel hier. Ah, da sehe ich den zweiten schon. Der zweite ist da und der dritte. Was geht denn hier überhaupt auf? Nummer eins. Zwei. Wir sollten diese Spinnennetze beseitigen. Sie sind irgendwie immer im Weg. Konfringo! Ah, der recht. Das ist ein Hinweis. Hinter den Spinnennetzen
sind wahrscheinlich... Warte mal, was übersehe ich? Ja, zwei sehe ich. Wo ist der dritte? Mensch, wie läufst du hier rum, Sebastian? Was ist los bei dir? Der dritte, wo ist denn der dritte? Wo ist denn der dritte? Wo ist der dritte? Das ist Nummer zwei. Oh, Sebastian, das lenkt voll ab, ey. Das macht irgendwie... Macht einen Kerif, wenn er so hin und her läuft. So, wo ist denn das letzte Ding jetzt? Wenn ich hier stehe. Hier wäre hier so ein guter Aussichtspunkt. Irgendwo in der Luft, also oben weiter. Vielleicht übersehe ich hier was. Ach, das ist immer dieses Behinderte, ne? Man muss hier immer alles suchen und... Das ist immer so. Das kriegen wir nicht verbrannt. Ah! Warte mal, ist es der eine? Doch, das ist der eine, den wir schon gefunden haben. Die Frage ist, was bewegt sich hier überhaupt? Also. Wir sollten diese Spinnennetze beseitigen. Sie sind irgendwie. Ah, da! Da ist der Weg auch. Jetzt haben wir es. Sehr geil. Rivelio. Wie sagt man so schön? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Symbol. Über der Höhlentür. Konflikt! Anhänger haben es nicht erkannt. Das war unerwartet. Okay. Rivelio. Was gibt... Oh! Ich glaube, wir sind im Schatzraum, wo wir wirklich jetzt diese... Geheimnisse finden. Isodoras Tagebucheintrag 3 von 7. Wie von einen regnerischen Schleier befreit, kehrt die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer, tja, leer von Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Okay. Was das? Rivelio, ein Tagebucheintrag von Isadora. Sebastian, hoffentlich hilft er ich habe uns, was gefunden. Rätsel weiter ein Stück Leinwand. Wir haben das Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, hier ist sogar noch ein verzauberter Besen. Was ist das denn? Geht's hier weiter? Confringo! Was ist denn das? Bombarde! Sieh nach Sebastian. Wo ist denn Sebastian? Da. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht. Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber... Auch überaus faszinierend. Kommen wir hier irgendwie raus? Und jetzt raus Krypta. Und zurück. Wir können hier direkt in die Krypta. Das ist ja cool. Dann sparen wir uns den ganzen Weg zurück. Es ist mir schon öfter aufgefallen, dass wir in vielen solchen Gängen und Höhlen Wahrheit. Und alles, was wir es haben, erkundet, dass wir da so schnell rauskommen. Immer so. Finde ich sehr cool. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Okay, was sagt denn Sebastian? Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen?
Ein Kobold namens Lodgok. Man lässt mich nicht zu sagen. Jemand, der Ranrok persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Das war gemein. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Jetzt. Unglaublich. Haben wir uns mit Sebastian ein bisschen an der Wolle gehabt. Wie dem auch sei, das Fohlen des Todes, unser Tier, Testral, Baby, ist gekommen zur Welt, scheinbar. Leute, sehr, sehr geil. Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Wir haben jetzt eine ordentlich lange Folge hier gemacht. Haben das Triptychon Teil Nummer 2 oder den zweiten Teil von dem Triptychon gefunden. Ja, und dementsprechend Mission erfüllt, würde ich sagen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, Leute. Ansonsten sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.